Und weiter geht es mit einer extrem krassen Folge Sunkenland Hardcore. Wir werden heute wieder raiden gehen. Es ist schon wieder länger her, deswegen würde ich sagen, es ist Zeit. Ich werde erstmal hier den ganzen Müll nochmal einordnen. Das können wir ja noch zerhauen. Aber unser Kram kommt hier rein. Zack, der Teppich kommt hier rein. Stoff weg. Habe ich noch ein bisschen Holz? Gut, das können wir hier reinknallen. So. Ein Eisen noch. Zack, zack. Wir haben was zu naschen. Wir haben Heilung. Ja. Ich glaube, wir sind ready. Nein, das Boot. Das gute alte Boot wollte ich ja noch bauen. Warte mal, ich teile das direkt mal. Das müssen wir wieder hochlaufen. Das würde keinen Sinn ergeben. Gummi haben wir zum Glück sehr viel. So. 10 Komponenten, auch kein Problem. Nicht für uns. Hallo? Yes. So, und Zahnräder. 10 Stück. Perfekt. Brauchen wir Benzin? Mit Sicherheit. Ich denke mal ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Luft und Liebe funktioniert. Wäre aber geil. Das wäre schon ziemlich geil. Wo haben wir es hier? Alter, das ist geil. Truhe, aber vom Platz her ist genau dasselbe, ne? Halbschiff. Ach so, da geht sogar mehr rein. Reicht das? Reicht 10? Wir werden bestimmt was finden. Alter, wie geil. Einfach, wenn man zu viert spielen würde, das wäre sowas von geil. Ist das Ding eigentlich schneller? Ich glaube nicht, ne? Jetzt nur die Frage, wo geht's hin? Ich weiß nicht, ob die beiden hier zu krass sind. Aber gut, die sind in der Nähe, ne? Wenn wir sterben sollten, wir sind ja direkt hier. Ja, doch ein bisschen, ein Ticken schneller ist es, ne? Bisschen ist schon schneller. Also wenn man so viert, wie geil wäre das? Alter, Lenkrad. Okay, warte mal. Ich sollte vielleicht einmal den hier machen. Und die Lage erstmal abchecken. Ach komm. Ach komm, hör mir doch auf. Soll ich denn das überleben? Jetzt mal ernsthaft. Eine Granate reinballern. Sieht ziemlich gefährlich aus. Oh, das sind doch die stärksten, oder? Ja. Ich würde sagen, ich versuche es einfach mal. Oder? No risk, no fun. Ihr dürft nicht vergessen, ich spiele auf Hardcore, ja? Damit das direkt mal so eine kleine Ausrede ist. Okay, ein paar sollten weg sein. Okay, auf dem Dach war auf jeden Fall auch noch einer. Mehrere. Nur einer. Granaten sind schon was Nettes, ne? Ist er tot? Wir hauen uns das hier mal rein. Da ist ja noch einer.
jetzt zieh doch durch, ne? Aber bis jetzt läuft es ganz gut. Mal eine Granate, Pille, Essen. Ist schon nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, ob noch jemand auf dem Dach ist. So ein bisschen Angst nachzusehen. Ach, guck mal den. Was würde ich mir einen Sniper geben? Ist nicht, der kommt jetzt hier rüber. Und er versteckt sich. Na gut. Den Kram lassen wir liegen. Alles sicher Fasern, so haben wir mehr als genug. Oh. Vielleicht direkt mal Munition nochmal. Ja, gut, nur Pistolenmunition. Gewehrmunition brauche ich. Granate, das ist gut. Oh, warte mal. Also die Granaten haben gut geholfen. Die haben auf jeden Fall gut reingehauen. Muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen aufpassen. Okay, den haben wir schon ausgerüstet. Oh, sehr gut. Den haben wir schon ausgerüstet. Wir haben direkt wieder ein paar Granaten. Ja. Gut, ich sehe schon. Bin ich den zu weit entfernt? Ja, die haben nicht passende Waffen für uns, das ist gut. Deswegen so ein Gewehr. Ist schon geil. Alter, ein Cowboy. Warte mal. Wow. Wird die Granate bis hinten reichen? Ich glaube nicht. Immer lieber noch mal eine Pille. Aha, ich habe den getroffen. Alter, wie geil. Also da will mir noch einer sagen, ich spiele nicht gut. Ah, wir haben Granaten benutzt, aber ey. Kämpfen gegen eine ganze Armee. Kämpfen hier gegen eine ganze Armee, Leute. Ich will den so weg. Okay, das ist schon mal weg. Das Gute ist, dass die relativ weit weg sind. Oh, oh. Ah. Ich wusste nicht, dass da noch einer oben ist. Jetzt wissen wir es. Und hier hoch. Das ist schon mal gut, dass wir wenigstens das können. Okay. Über mir ist auf jeden Fall einer. Haben wir ihn? Die sind alle weg, ne, über mir. Ganz danach aus. Habe ich die? Keine Ahnung. Wir nehmen die mal mit. So, haben wir uns rein. Zack, zack. Granaten haben wir auf jeden Fall wieder viele bekommen. Nee, ich noch welche auf dem Dach. Okay, da hinten sind noch welche. So, dich habe ich gerade gesehen, Kollege. Hätte ich nur mehr Gewehrmunition, ne? Den haben wir jetzt gleich. Sehr schön. Yes, sehr gut. Es läuft doch schon mal wie am Schnürchen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch reinhauen muss. So, wir gehen mal weiter.
Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind, ne? Ich glaube aber im Großen und Ganzen war es das schon, ne? Viele soll es nicht mehr sein. Ich muss trotzdem vorsichtig hier ran. Ich weiß. Wisst ihr was? Ich hau mir den trotzdem lieber mal rein. So, der bringt uns gar nicht Leben. Ich soll leben. Ah, Schwimmgeschwindigkeit und Tauchdauer. Ja gut. Das heißt Meeresplan. Alter. Okay, der Typ ist gefährlich. Da mache ich mit meiner Pistole gar nichts. Ich brauche eine Maschinenpistole, Leute. Ist er da drin? Ja, der war noch da drin. Oder nicht? Hä? Oh, da oben ist noch einer. Kommt der runter? Ich kann es nicht genau sagen. Leben regeneriert auch so lahm, ne? Bis jetzt lief es doch mega gut. Muss man doch sagen, bis jetzt lief es sehr gut. Ist er noch da drin? Komm, wir haben eh genug. Okay, ich glaube ja. Und? Haben wir ihn? Ah, das ist so. Mir ist das gerade ein bisschen blöd, so mit den Granaten, aber. Ich habe keine andere Wahl. Jetzt bin ich gleich direkt tot. Boah, Blutung. Gut, dass ich doch Verbände mitgenommen habe. Ach, gut. Hier haben wir anscheinend ein bisschen Ruhe. Hier können wir ein bisschen Ruhe kurz genießen. Okay, warte mal. Wenn wir das essen, kriegen wir ein bisschen schneller Leben. Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Und wir haben es doch fast geschafft. Und hier sind keine Leuchtfackeln, ne? Normalerweise. Wird mein Leben schneller regenerieren, ne? Ich könnte sofort rüber. Und ihn sowas noch wegknallen. Das gibt es noch nicht. Mit der Pumpe von da hinten. Ernsthaft? Das Leben regeneriert aus so lahm, Rüstung kaputt. Komm, ich würde sagen, wir reparieren dann nochmal rüber. Das gibt es noch nicht. Ey, es lief so gut. Seid mal ehrlich, das ist auf. Ihr müsst euch überlegen, ne? Das ist auf voller Schwierigkeit, Leute. Es ist komplett auf voller Schwierigkeit. Hier haben wir aber noch verbesserte Schwimmdingens. Vielleicht, ob ich mir nochmal so eine Meeresplatte einfach reinhauen soll. Auf jeden Fall müssen wir uns das hier reinhauen. Einmal reparieren. 3 Schuss habe ich hier. Gewehr. Na gut. Ich würde sagen, das reicht für den Kollegen. Wir haben hier noch Granaten. Dann sollten wir kurz noch in die Küche. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Das ist jetzt ein bisschen mies. Genau der letzte. Ich glaub's ja nicht. So, trinken wir uns das einmal. Ich bin noch hier einen Schluck. Oh, ich brauche Energie dann. Eine Limo halt. Ich habe keine Limos mehr. Wie kriege ich noch Energie außer Limo? Gut, die können wir nachfüllen einmal. Da
Verbände nehme ich jetzt einfach mal 3 mit. Vielleicht, ob ich direkt zur Leiche komme. Aber warum nicht? Warum denn nicht? Wir gehen schlafen. Es ist zu dunkel. Wir legen uns einmal kurz eine Runde hin. Na super, und wir werden geradet. Dann soll ich mir doch Gewehrpatronen machen, ne? Ach komm. Die haben hier auch echt keine Ruhe. Ich habe hier natürlich auch keine Munition drin, ne? Warte mal. Das ist gerade ziemlich frech. Munition. Ach klar, Hülsen. Die können wir uns direkt rausholen. Die machen wir direkt mal einen Haufen von denen. Die sollten doch reichen. Das gibt es nicht, ne? Ich kann da immer die Scheinwerfer testen. Alter. Die haben die mir weggehauen. Okay, der ist dadurch gestorben. Mach mal ganz kurz. Den hier. Aha. Komm, lass schnell danach. Das gibt's doch jetzt nicht, dass wir ausgerechnet jetzt geradet werden, ne? Aber gut, ich komme mich eh nicht hinlegen. Okay, wo sind noch welche? Ja, den Generator den laufen lassen soll. Benzin wird echt schnell aufgebraucht, ne? Ich schalte ihn lieber mal aus. Geh mal ganz normal runter, ja. Ich nehme mal die Pistole. Die sieht soweit alles gut aus. Hier brauche ich auch ein bisschen Licht auf jeden Fall. Wo denn? Ist mal ernsthaft. So Spikes muss ich auf jeden Fall nachfüllen, aber. Hier war es ein Fehler. Das war anscheinend einfach nur ein Fehler, ne? Nee. Ist der hier hinterm Felsen oder so? Ach, tatsächlich. Noch einer oder wie? Ich sehe leider verdammt schlecht. Okay, ich sollte aus dem Wasser raus. Schnell an eine Feuerschale. Wo ist der letzte? Oh, das ist jetzt wieder. Das ist wieder so ein Ding jetzt, ne? Komm. Nasch mal, trink mal. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dann brauche ich hier unten auch Licht, oder wie?
Hätte ich denn vielleicht was direkt für ein Licht? Natürlich nicht. Da unten drunter? Sag nicht jetzt einer unten drunter. Ach komm. Das gibt es doch jetzt nicht. Ich hoffe, wir können schlafen gehen. Obwohl, nee. Wir sollten uns jetzt einfach nur kurz vorbereiten. Ich nehme mal ein bisschen Essen. Nee, Essen habe ich ja da. Mit dem Boot will ich jetzt ungern rüber. Macht nicht so viel Sinn. Ich werde rüber schwimmen. Ich lage jetzt erstmal den Kram ein. Brate vielleicht nochmal was. Ja, die hauen wir später rein. So, den Kram hier auch rein. Gut, wir haben wenigstens ein bisschen Limo. Ein bisschen Limo ist ja schon mal ganz geil. Oder Stück Holz. Ja. Naja. So, ab in die Küche. Ne, der wird nicht gebraten. Wollt ihr einen Topf hier? Ah ne, Meeresplatte. Ja, sehr gut. Genau das brauche ich. Eine Krabbe noch. Ne, nicht die Platte. Eine Krabbe. Und eine Jakobsmuschel. So. Das scheint echt eins der besten Gerichte zu sein. Mach ich mir die mal voll rein. Magen voll. Das Ding sollte reichen. Das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Das kann auch echt nicht wahr sein. Wo müssen wir nochmal hin? Da hinten hin. Ich schwimme einfach, Leute. Ach, da unten, guck mal. Was eine Nervensäge. Jetzt mal ernsthaft, was eine Nervensäge. Ich wähle mir schon mal mein Gewehr aus. Sollten wir mit klarkommen? Ich trinke mal kurz einen Schluck. Das war doch der letzte nur noch, oder? Ich meine, Granaten haben wir auch. Den Meeresfrüchteteller werde ich gleich schnabulieren. Also ich sehe jetzt nicht direkt irgendjemanden. Scheint echt der letzte gewesen zu sein. Und genau der holt uns von weiter Distanz mit einer Schrotflinte weg. Natürlich. Wieder noch sonst. Jetzt habe ich Pillen genommen, sehr gut. Sieht so friedlich aus. Bisschen zu friedlich. Ich schaue mich lieber noch mal so ein bisschen um, nicht, dass er doch oben hinter uns ist oder so. Ich höre auf jeden Fall Musik. Ach, guck mal, hier ist ein Tresor. Lass mich raten, der hat jetzt keine Schrotflinte mehr, sondern irgendwas an. Oh. Oh. Na endlich. Sondern irgendwas anderes. Wenn ich nur wüsste, wo der Kollege. Ach, guck mal, da hinten. Da ist er doch. Und die Musik ist weg. Das war echt der letzte, oder? Ich schaue mich nochmal um. Also ich höre nichts. Ich sag dir, auf einmal hat er keine Schrotflinte mehr, sondern was? Ah, guck mal hier, perfekt. Generator. Auf einmal hat er was ganz anderes. Gut. Meine Leiche. Da runter. Mein Leichensack ist da runtergerollt.
Anscheinend ja. Na gut, Gummi, Pistolenmunition. Oh, ja. Hau ich mir das mal rein, dann haue ich. Komm. Raus damit. Erstmal. Jetzt habe ich natürlich sehr viel Pistolenmunition mitgenommen. Das war natürlich sehr schlau. Gut, ballistische Fasern brauchen wir gar nicht mehr. Davon habe ich mehr als genug. Granate, natürlich nehme ich die mit. Pistolenmunition. Chemische Substanz, Glas, Gummi. Okay, meine Hacke sollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Komm, wir hauen den erstmal raus. Wir sammeln hier gleich nochmal ein. Mich kurz einmal zum Bödle. Hallo? Bevor ich hier weiter sammle. Ich glaube aber, es sind alle weg. Wenn ich mich nicht irre, sollten alle weg sein. Aber könnte ich mir eine Treppe bauen? Warte mal. Würde Treppe gehen? Oder können wir echt gar nichts bauen? Nee, gut. Na gut, aber wir... Warte mal. Wir können es ja direkt testen eigentlich. Habe ich Holz? Wir können ja direkt testen, eine Flagge zu setzen, ne? Das Land direkt mal beanspruchen. Wo war die nochmal? Ich glaube hier drunter irgendwo, ne? Wir testen mal. Gut. Es funktioniert. Dann kann ich mir auch hier eine Treppe hinsetzen. Genauso halt nicht. Komm. Ja, naja. Gut, wir kommen hier trotzdem einfacher hoch. Passt schon. Kann ich jetzt mein Boot auch ein bisschen näher ransetzen? So. Treibstoff füllen. Machen wir auch direkt mal. Truhe. Ja, wir hauen einfach mal rein, was geht. Komm, ich lasse es erstmal so. Zack, zack, zack. Gut, wir werden auf jeden Fall noch diversen Kram finden. Aber das war auf jeden Fall eigentlich das. Ich fand, dass es sehr gut lief. Außer am Ende halt, ne? Am Ende, das war halt, keine Ahnung, der hat auf einmal Ultra reingehauen, warum auch immer. Okay, hier habe ich reingehauen. Ah, warte mal. Wir haben drei Rüstung, unsere auch. Ah, ich nehme mal mit. Ich nehme einfach mal mit. Ich weiß, Elektron. Oh, komm. Wenn das schon da rumliegt, ich nehme jetzt einfach mal schnell mit. Bevor ich hinterher nochmal ausgebuht werde. Dartscheibe. Wir können ja immer noch gleich wegwerfen. Beziehungsweise das ist eh relativ nah hier bei uns in der Nähe von der Base. Das heißt, hier sollten wir eigentlich ohne Probleme sammeln können. Die Leichen unten sind natürlich weg. Schade. Da wäre bestimmt die ein oder andere Granate noch am Start gewesen. Da kann man leider nichts machen. Teppich, Magazin, na gut. Jetzt haben wir eine Leuchtfackel. Dann unten schauen, oben schauen. Schau erstmal oben. Wenn hier eh nochmal hin müssen, ja. Ist das zum Glück nicht weit weg. Das ist schon mal der Vorteil. Hier ist noch ein bisschen Kram. Oh, Granaten. Und Granaten kann man nie genug haben. Die Pumpe habe ich. Zack, zack, ballistische Faser. Schwarzpulver nehme ich gerne mit. Warte mal, wir können auch selber Granaten craften.
Da brauchen wir Eisen für, aber warte mal, das können wir nicht hier machen, ne? Das können wir nur an der Munitionswerkbank machen, aber hiervon kann ich mir ganz viele machen. Die primitiven Granaten, die haben es auch in sich. Die darf man nicht unterschätzen. Oh, ein Granatwerfer wäre geil, ne? Was wäre mit einem Granatwerfer? Spiegel, ja gut. Bisschen Deko. Bisschen Deko für den Deko-Typ. Ich weiß, unten ist noch Eisen. Ja. Das nicht geplündert. Magazinteppich. Eigentlich schon, ne? So, dann schauen wir einmal hier. Nochmal so eine Louis Vuitton-Kiste. Und hier sind wir jetzt auch voll. Ich mache trotzdem mal den hier. Na gut. Wir sind voll, was soll's. Eisen wäre auch noch am Start. So viel Kram ist jetzt hier nicht, aber gut, wir haben die Insel hier. Ich habe die direkt mal lieber eingenommen. Weil ich weiß nicht, ob die doch hinterher wieder hier spawnen und so. Und die Insel, ja, die ist schon sehr knackig, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir können es auf dem Heimweg machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Base wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.